Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück. Doch wo immer ich hingehe, geht's mal vor und mal zurück. Ich seh mich nach Frieden, was ich auch tu. Am Ziel meiner Suche stehst du. Mein Freudenschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Lebensspender bist du. Du tust im Innern meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere. Meine Sehnsucht nach Liebe ist täglich da, doch ich kann nirgends finden, was ich bei dir sah. Meine Schuld braucht Vergebung, was ich auch tu. Am Ende des Weges stehst du. Mein Freudenschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebesspender bist du. Du tust im Innern meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere. In mir verliere. Du tust im Innern meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere. In mir verliere. Herzlich willkommen zum K4-Gottesdienst am 9. August 2020 aus dem Martin-Luther-Haus in Wiedenest. Ein Sonntag in der Ferienzeit. Vielleicht sind Sie gerade im Urlaub und genießen Ihre Ferien. Gut, dass wir uns dann jetzt übers Internet treffen können, egal wo Sie gerade sind. Hashtag bleiben wir doch in Verbindung. Das steht unten rechts eingeblendet. Das tun wir mit dieser Übertragung. Und Sie, wenn Sie wollen, mit Ihrem Gruß an uns per Mail, gerne auch mit Bild. Wir sind gespannt, von wo aus überall Sie uns zusehen. Gott ist bei Ihnen. Er hat diese Welt erschaffen und hat Ihnen und mir diese Zeit jetzt gegeben. Die Zeit dieses Gottesdienst jetzt ganz besonders. In seinem Namen sind wir jetzt zusammen. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bitten Sie mit mir. Gott, wie genial ist das denn? In deinem Namen können wir verbunden sein. Ganz egal, wo wir gerade sind, du bist auch da. Danke für alles, was wir haben und genießen dürfen. Danke für die Zeit. Und danke besonders für deine Gegenwart jetzt und hier. Danke für deine Macht, für deine Gnade, für deinen Frieden. Wir beten dich an und erwarten dein Reden jetzt. Amen. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place.
sun's shining down on me when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out on Jamaica to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Give and take away, you give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your God. Diesen Gottesdienst gestalte ich heute gemeinsam mit einer jungen Frau. Willkommen, Fabienne Müller. Hallo. Klasse, dass du dich hast einladen lassen. Du hast ja schon öfters hier gesungen und Cajon gespielt. Und das sagt schon mal über dich aus, dass du musikalisch bist. Heute wirst du uns außerdem noch ein bisschen mehr von dir vorstellen. Das meiste davon liegt in der Zukunft. Ein paar Dinge will ich aber schon mal verraten. Du bist 18 Jahre alt, du wohnst schon dein ganzes Leben lang im Gummersbacher Ortsteil Bredenbruch, du bist in einer ganz normalen Familie aufgewachsen, zwei Eltern, also Mama, Papa und zwei jüngere Geschwister und du gehörst zur Kirchengemeinde Lieberhausen. Habe ich was vergessen? Das Gröbste hast du gesagt. Ich habe jetzt mein Abitur gemacht, ich beginne im August eine Ausbildung in Darmstadt und genau. Ansonsten hast du eigentlich alles. Ja, dann danke für die Ergänzungen. Gerne. Noch eine Info an Sie, liebe Zuschauer. Heute ist der 9. August. An dem Tag wird dieser Gottesdienst online gestellt. Unser Tag heute, an dem wir diesen Gottesdienst aufnehmen, das ist ein paar Wochen früher. Am 8. August wird Fabienne gar nicht mehr im Oberbergischen sein. Dann hast du deine Ausbildung im hessischen Darmstadt schon begonnen. Zur Zeit dieser Aufnahme haben wir noch Juni 2020 und das finde ich ganz schön spannend, denn wenn dieser Gottesdienst ausgestrahlt wird, dann ist schon ein Teil von dem Geschichte, was für uns während der Aufnahmen noch Zukunft ist. Und worüber wir jetzt noch als Vermutung reden und was allenfalls geplant ist, das ist dann schon Realität, jedenfalls teilweise. Und das passt auch zu dem Bibeltext, den du uns gleich vorlesen wirst. In vielen anderen Gottesdiensten ist das der sogenannte Predigttext für den heutigen Sonntag. Also in unserem Bibeltext ist vom Propheten Jeremia die Rede. Und was macht so ein Prophet denn anderes, als im Namen Gottes vom heute ausgehend eine Folge in der Zukunft anzukündigen? Fabienne, liest du mal? Das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte zu mir, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich wehrte ab. Ach Herr, du mein Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin noch zu jung. Aber der Herr antwortete mir, sag nicht, ich bin zu jung.
Geh, wohin ich dich sende, und verkündige, was ich dir auftrage. Hab keine Angst vor den Menschen, denn ich bin bei dir und stütze dich. Das sage ich, der Herr. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meine Lippen und sagte, ich lege meine Worte in deinen Mund. Von heute an hast du Macht über Völker und Königreiche. Reiße aus und zerstöre, vernichte und verheere, baue auf und pflanze an. Ich lade Sie und euch ein, jetzt mitzusingen. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Ich bin Gottes Kind. Wie ging es dir denn so, als du den Text gelesen hast? Ja, ich würde sagen, es ist eine spannende Situation, so in der Jeremia da steckt. Und ich würde sagen, das ist schon aufregend, wenn man so angesprochen wird und dann so, ich sag mal, so ein bisschen überrumpelt wird. Was für einen Eindruck hast du denn von Jeremia? Wie stellst du dir den vor? Also wenn er sagte, er ist zu jung, dann würde ich sagen, er ist noch nicht so alt. ich denke, er ist vielleicht ja einfach ein normaler Mensch so und Gott spricht zu ihm und er ist im ersten Moment wahrscheinlich irgendwie ein bisschen, ja, als würde man so einen riesen Berg vor ihn stellen. So stelle ich mir das gerade vor. Ja, so könnte ja Gott ja rüberkommen. Wie würde es denn dir gehen, wenn du das hören würdest? Ich habe dich schon gekannt, bevor du überhaupt gezeugt worden bist. Ich habe dich schon erwählt, bevor du geboren worden bist. Ja, wie würde es mir gehen? Ich glaube, ja, es ist irgendwie krass. Also zu wissen, jemand kennt einen schon, bevor man überhaupt geboren ist und auch schon erwählt und irgendwie auch berufen zu etwas Bestimmten. Ich glaube, ich würde mich sehr beachtet fühlen. Beachtet. Ja, in dem Bibeltext beschreibt Jeremia, wie er zum Propheten berufen wird. Das ist ja sowas wie eine Berufung zum Beruf. Ja. Glaubst du, dass es heute auch sowas noch gibt? Ja, das denke ich schon. Also ich glaube schon, dass es für jeden Menschen eine Berufung gibt. Oh Gott, ja. Du bist ja auf dem Weg in eine Ausbildung. Du hast eine Bewerbung geschrieben, hast eine Zusage gekriegt. Würdest du sagen, das hat was mit Gott zu tun, dass du das jetzt machst? Ja, das würde ich schon sagen. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich diese Ausbildung bekommen habe, weil, ja, ich weiß nicht, die haben sich alle immer schon viel Zeit gelassen so für die Antwort. Ich habe dann letztes Jahr im Oktober angefangen, Bewerbungen zu schreiben und da kamen Absagen und teilweise haben sie sich überhaupt nicht mehr gemeldet und es war so alles sehr schleppend. Und dann innerhalb von 4 Tagen hat sich dann meine jetzige Geschäftsführerin bei mir gemeldet und gesagt, hey, wir laden dich zum Vorstellungsgespräch ein. Und das Wie bist du eigentlich auf Raumausstellerin gekommen? Raumausstatterin, genau. Ich habe als Kind das echt gerne gemacht, beziehungsweise ich habe immer so gedacht, oh, Räume einrichten und so. Es ist ja jetzt mehr ein handwerklicher Beruf, das heißt nicht hundertprozentig das, was ich mir vorgestellt habe. Aber ich habe dann 2 Praktika gemacht bei meinem Raumausstatter und das hat mir gut gefallen und dann
habe ich das genommen. Innerhalb von 4 Tagen siehst du in so einem etwas schnelleren Prozess als sonst, du hast ja bisher immer Absagen gekriegt, wäre das sowas, wo du sagen würdest, boah, kann ich auf Gott zurückführen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe nämlich mich ein paar Tage vorher für ein FSJ beworben, weil ich dachte, boah, das... Ein freies soziales... Genau, freies Jahr. Soziales Jahr. Ich habe gedacht, boah, wenn ich jetzt tatsächlich hier nichts mehr finden sollte, weil es wirklich aussichtslos schien, sag ich mal, dann habe ich gedacht, gut, dann bewerbe ich mich hier für ein FSJ. Mal sehen, vielleicht gibt das was. Und dann haben die mir gesagt, okay, pass auf, du hast 2 Wochen Zeit. Ich habe denen meine Situation geschildert, kann sein, dass da noch was kommt. So, es war ein bisschen unsicher. Und die haben gesagt, gut, du hast 2 Wochen Zeit, uns das Fest zuzusagen. Und ich habe dann zu Gott gesagt, okay Gott, ich habe jetzt dieses FSJ, aber eigentlich möchte ich gerne eine Ausbildung machen und heiraten. Und dann habe ich ihm gesagt, gut, dann darfst du jetzt entscheiden, so was du möchtest, was ich tun soll, und ich mache es dann. Das klingt so ein bisschen nach Unsicherheit und Zweifel. Und so, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du gebetet. Und das Gebet hat bedeutet, du öffnest deine Situation auch für Gott, und das, was dann kommt, das nimmst du aus Gottes Hand quasi so. Mhm. Cool. Aber so dieses, so ein direktes Reden Gottes, wie jetzt das von Jeremia da beschrieben wurde, das hast du jetzt noch nicht erlebt, oder doch? Also nicht in der Ausführung, würde ich mal so sagen. Also das, was er da hat, ist ja, dass Gott wirklich hörbar, wortwörtlich so zu ihm spricht. Das hatte ich jetzt noch nicht. Wäre cool. Aber ich würde sagen, Gott spricht nicht nur da durch so zu mir. Also ich erfahre das so durch ganz viel. Mhm. Genau. Ja, Gott stellt sich Jeremia ja sehr mächtig vor, finde ich. Er sagt ihm, ey, ich kenne dich schon, bevor du überhaupt noch im Gedanken deiner Eltern vorhanden warst und so. Und das ist ja beeindruckend. Hast du das, würdest du etwas von dem, du hast jetzt so ein bisschen erzählt von deinem Werdegang in Richtung Darmstadt, würdest du sagen, da hast du Gottes Macht auch erlebt oder an einer anderen Stelle in deinem Leben? Ja, würde ich sagen. Also, ich würde, ja, die ganze Situation, finde ich, ist irgendwie so, dass sich Gottes Macht zeigt. Weil, also in meinem Gefühl war es immer sehr, ach, aussichtslos. Es war alles so geplant und so, aber irgendwie hat es nie so ganz funktioniert. Und mit einem Schlag funktioniert es dann doch. Und für mich persönlich war das eine richtige Machtoffenbarung Gottes, dass ich diese Stelle jetzt innerhalb von 4 Tagen bekommen habe. Das war so krass für mich in dem Moment. Ich habe gedacht, 4 Tage, wie kann das sein in 4 Tagen, wenn die Leute nach 2 Monaten sich normalerweise nicht mal melden? Man spürt was von der Spannung, die da in dir geherrscht haben muss. Würdest du sagen, dass so eine Erfahrung dich verändert hat? Ja, schon. Ich habe schon gelernt, meine Situation mehr Gott zu geben. Also ich habe das sonst immer so, ich sag mal, bei mir halten wollen, und ich wollte das so machen, wie ich mir das geplant habe und so. Und aber ich glaube, Gott hat einen Plan, das sagt er ja. Gott hat einen Plan, so von dem auch, wie mein Leben aussehen kann. Und ich meine, er beruft Jeremia, und ich glaube auch, dass Gott mich beruft. Und deswegen gebe ich ihm so die ganze Situation und sage, okay, ich habe das jetzt. Ich mach mal, und du öffnest dann die Tür oder du verschließt sie, so jetzt mal grob gesagt. Wie machst du das? Du gibst Gott eine Situation, da kann ich mir jetzt wenig drunter vorstellen. wie mache ich das? Im Grunde genommen setze ich mich hin und bete. Okay, ich habe das und das, Papa, ich bete, dass du jetzt das tust, was du willst, so ganz grob zusammengefasst mal. Und dann machst du nichts mehr und wartest, was passiert? Nö, ich mache dann schon was. Also wie ich vorhin erzählt habe, ich habe mich für das FSJ beworben und dann noch für die Stelle. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt zurücklehne und sage, Gott, mach du mal, ich trinke meinen Kaffee. Ich sage immer, ich nehme das, was ich gerade mache, und stelle es Gott zur Verfügung. Sage, okay, damit darfst du jetzt was machen. Das mache ich eigentlich mit allem in meinem Leben so. Mhm.
Also genau. Du erlaubst Gott, dass er was mit dir machen darf. Ja, genau so ungefähr. Klingt ein bisschen lustig, aber es ist ja im Prinzip eine etwas andere. Ich komme nochmal auf Jeremia zurück. Es ist ja ein bisschen anders, als Jeremia damit umgeht. Als Jeremia das zum ersten Mal Gott hört, dann erschrickt er. Und ich habe so einen Eindruck, er weicht zurück, weil er sagt, oh, boah, das passt mir nicht, ich bin zu jung und so. Wie findest du das denn, dass Jeremia da ganz anders mit umgeht, als du das jetzt für dich beschrieben hast? Also ich finde es verständlich. Ich habe auch, also es ist nicht so, dass ich von Anfang an jubilierend also es war halt immer auch schon ungewiss so ein bisschen das Ganze und ich bin da jetzt nicht fröhlich reingelaufen, sondern ich habe auch gedacht, boah, ich bin zu jung. Ich habe genau das gedacht, was Jeremia gedacht hat. Ich habe gedacht, ich bin zu jung dafür. Ich kann doch jetzt nicht mit meinen 18 Jahren schon sagen, ich heirate. Was denken denn die Leute von mir? Ich bin doch naiv und bescheuert. Das heißt, ihr seid verlobt. Genau, wir sind Hammer, verlobt. Ja, okay. Ja, also wir, mein Verlobter und ich, ja, so. Genau. Ja, ich kann Jeremia gut verstehen, sagen wir so. Also zu jung sein könnte dann ein Grund sein, nicht an Gott zu glauben. Nö, finde ich nicht. Also warum hast du dann so reagiert? Warum hast du das überlegt? Schon gedacht, okay, es ist irgendwie, ich fühle mich nicht ganz bereit dazu, aber ich vertraue auf das, was Gott mir in der Bibel sagt. Und wenn er sagt, wie zu Jeremia, ich habe dich schon erwählt, bevor du im Mutterleib warst, dann glaube ich, dass das auch für mich gilt, weil ich denke, dass Gott für jeden Menschen sowas hat. Das klingt so nach einer krassen Entscheidung, dass du einerseits so das Kriterium Jugend, was können junge Leute schon, die müssen doch erst lernen, du machst auch eine Ausbildung auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein mega Zutrauen, dass jemand wie Gott sagt, du kannst das, ich und auch entsprechend hilft. Hat das was mit Zweifel zu tun, die dann in so einem Moment dann einen überkommen können? Klar, also Zweifel habe ich auch, dass das alles so auch richtig ist. Das kommt immer wieder. Und wie soll das alles werden? So, da frage ich mich das öfter und ich spreche dann auch mit meinem Verlobten. Und es ist immer wieder, es ist auch ein Kampf so ein bisschen. Aber ich versuche einfach, ich sag mal jetzt blöd gesagt, daran festzuhalten. Weil ich absolut fest davon überzeugt bin, dass, wenn ich das Gott zur Verfügung stelle, dass er dann damit was tun kann. Gott macht ja dann auch auf den Einwand von Jeremia ein paar richtig steile Aussagen. Falls da ein Zweifel drin gewesen sein kann, so wie bei dir, dann antwortet Gott so, indem er sagt, Jeremia, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und indem er sagt, Jeremia, von heute an hast du Macht über Völker und Königreiche. Das ist ja meine Ansage. Und Gott sagt auch, Jeremia, reiße aus und zerstöre, vernichte und verheere, baue auf und pflanze an. Glaubst du denn, dass Gott wirklich seine Macht an Menschen weitergeben kann? Klar, also ich würde als Beispiel jetzt einfach zum Beispiel Pfingsten nehmen, wo Jesus den Heiligen Geist gesendet hat. Und der dann auf die Menschen kam. Ich finde, das ist auch in gewisser Weise eine Machtübergabe auf die Menschen, eine Bevollmächtigung vielleicht. Das heißt, du glaubst, dass tatsächlich, oder du kannst dir vorstellen, dass Christen tatsächlich eine Macht von Gott haben, weil sie seit Pfingsten Gottes Geist haben können. Ja. Kurz wie äußert sich das dann? Unterschiedlich. Also, ich würde sagen, in erster Linie bevollmächtigt. Das macht auch wieder drin im Vollmacht. Genau. Bevollmächtigt Gottes Geist, also der Heilige Geist, uns Menschen oder uns Christen zu gehen, rauszugehen und anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Ich würde sagen, das ist so der Main Point, der Hauptpunkt. Okay. Ja, das gibt schon eine Richtung vor. Lass mich dich trotzdem fragen. Ich meine, es gibt ja richtig viele Unterschiede zwischen dem Propheten Jeremia und dir jetzt. Zum Beispiel, er ist ein Mann, du bist eine Frau. Sein Papa war Theologe. Dein Papa ist in IT unterwegs. Er war Prophet.
Du wirst Raumausstatterin. Er ist schon lange tot. Du bist jetzt gerade mal 18. Er hat in Jerusalem gelebt. Du lebst in Bredenbruch und bald in Darmstadt. Welche Gemeinsamkeiten siehst du denn zwischen euch? Also man könnte jetzt so anfangen und sagen, gut, wir sind beide Menschen, wir haben beide Väter gehabt oder haben immer noch. Aber ich glaube, das ist ein bisschen nebensächlich. Ich würde sagen, die Hauptgemeinsamkeit ist, dass wir ja Gott vertrauen. Weil im Grunde genommen hat er ja genau das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Gott hat ihm gesagt, gut, ich berufe dich jetzt zum Propheten. Und er ist gegangen und hat prophezeit. Mhm. Und ich versuche das Gleiche zu tun. Dem zu folgen, was Gott mir sagt. Und dann wird machen. Ja, jetzt komme ich nochmal auf einen schwierigeren Punkt zu sprechen. Das klingt ja alles ziemlich rosig. Wenn ich mir das Leben von Jeremia angucke, das habe ich jetzt im Vorfeld mal gemacht, dann ist das ja jetzt nicht so eine glorreiche Karriere, die der gute Mann hinlegt. Obwohl er sich darauf einlässt, was Gott ihm gesagt hat. Aber er hat sein Leben lang nur Probleme. 50 Jahre lang muss er Prophet gewesen sein, noch ein bisschen länger vielleicht. Aber was er auch gesagt hat im Auftrag Gottes, es ist bestritten worden, es ist angezweifelt worden, es ist abgelehnt worden. Er wurde politisch verfolgt, wurde verhaftet als Hochverräter, bekam er Verfahren, er wurde gefoltert. Das würde ich jetzt nicht mal eine unbedingt eine erfolgreiche Karriere nennen. Würdest du trotzdem sagen, dass Gott mächtig ist und dass er da nicht ein bisschen übertrieben hat, als er ihm so vollmundig gesagt hat, du wirst über Königreiche herrschen? Nö, würde ich nicht sagen. Weil? Also ich finde schon, dass Gott nicht übertrieben hat. So. Weil im Endeffekt kommt es ja nicht in erster Linie auf die Lebensumstände an, sondern auf das, was, ich sag mal, Jeremias Leben für andere Menschen oder auf andere Menschen, wie sich das auswirkt. Mhm. Also Jeremia hat ja viel prophezeit und ganz, ganz viel ist ja jetzt schon davon in Erfüllung gegangen. Mhm. Und ich meine, das ist ja schon krass so. Ich könnte jetzt auch sagen, in 70 Jahren wird, keine Ahnung, die Kirche in Lieberhausen nicht mehr stehen. So. Die Frage ist, ob es dann passiert, ohne mein Zutun. So. Und das, finde ich, ist schon auf jeden Fall nicht eine Übertreibung, indem das Gott einfach Jeremia sagt, ich mache dich zu Herrschern über Völker, weil er ja prophezeit so über die. Das finde ich jetzt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, eine ziemlich steile Ansage, weil wenn ich das richtig verstehe, es kommt drauf, dann hast du gesagt, es kommt nicht drauf an, wie mir es im Leben geht oder dir es im Leben geht, sondern es kommt drauf an, dass das die Wahrheit ist, was du durch Gott sagst oder was ein Mensch wie ein Prophet wie Jeremia durch Gott sagt, dass das Realität wird. Ja, also ich würde sagen, das sieht man ja auch bei ganz vielen Menschen, die, ich sag mal, die es jetzt mit ihrem Glauben nicht so gut haben wie wir. Es gibt ja so viele verfolgte Christen und denen geht's ähnlich wie Jeremia und die werden verfolgt und die werden sogar getötet, umgebracht. Mhm. Und es kommt, sie selber, ich lese gerade auch so ein Buch, wo da ein Pastor viel darüber erzählt, sie selber gehen in erster Linie zu Gott und sagen, hey, was willst du so? Und es ist egal, wie es mir geht, sondern es geht darum, dass dein Wille geschieht. Okay, dann lass mich mal ganz konkret werden. Was erwartest du denn für deine Zeit in Darmstadt dann? Ich erwarte für meine Zeit in Darmstadt auf der einen Seite, dass es nicht leicht wird. Also das glaube ich schon, weil es, ich sag mal, es mangelt ja schon so ein bisschen auch an Geld. Auf der anderen Seite erwarte ich, viele neue Menschen kennenzulernen, allein schon in der Berufsschule und so. Da kommt ja jetzt noch ganz viel an neuen Menschen, an neuen potenziellen Freunden. Und ansonsten hoffe ich, dass ich anderen Leuten so von Jesus erzählen kann, dass sie das verstehen und ja annehmen können, sag ich mal. Von Jesus erzählen? Ja, dass ich sehe das als Auftrag aus der Bibel, dass wir anderen Leuten von Jesus erzählen. Und ich möchte auch mit meinem Leben, also wenn Leute mich angucken und sagen, okay, irgendwie bist du ein bisschen anders, so. Das ist so ein bisschen auch mein Ziel, dass die Leute mich angucken und sagen, hey, du bist anders, was ist denn das mit dir so? Und dass ich dann denen erklären kann, hey, Jesus
So, und du auch. Also was ich dir abspüre, ist, dass du so einen sehr konkreten Glauben hast, dass du sehr viel mit Gott besprichst und dass du erwartest, dass in dem, was um dich rum passiert, auch Gottes Handeln erfahrbar ist und dass du auch versuchen willst, das, was du aus der Bibel verstanden hast, das möglichst konkret umzusetzen. Das finde ich total mutig und ich wünsche da alles Gute dabei. Dankeschön. Wir werden ja gleich auch noch ein Fürbittegebet sprechen. Miteinander wollen wir beten, mit dir, aber auch mit den Leuten, die uns jetzt zusehen. Wofür würdest du denn beten wollen? Also wenn wir das jetzt ganz konkret machen wollen, dann würde ich gern für eine Wohnung beten. Das ist momentan mein Top-Gebetsanliegen, sag ich mal, weil das sonst alles doch recht knapp wird mit Umzug und so. Und ansonsten liegt es mir auf dem Herzen, dass wir uns als Christen, ich sag mal in gewisser Weise, berufen fühlen, nicht in den eigenen Wohnzimmern, in den eigenen Gemeinden zu bleiben, sondern rauszugehen und anderen Menschen von Jesus zu erzählen, weil es ja im Grunde genommen das ist, worum es geht. Es entscheidet ja gewisserweise über Leben und Tod. Ja, das schließt den Kreis sozusagen. Es ging um die Berufung von Jeremia, das hat uns beschäftigt. Und auch dein Beruf, der damit zu tun hat, das ist jetzt ganz frisch und ist noch im Werden. Und ich wünsche dir, dass du dass du viel Spaß hast in deinem Beruf, beim Lernen, auch beim Praktischen, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr Muckis kriegst oder so. Kann ich gebrauchen. Genau. Und dass du dabei auch feststellst, Erfahrungen machst, dass Gott da ist. Im Alltag, nicht nur in solchen besonderen Zeiten wie dem Gottesdienst. Herzlichen Dank für deine Fragen. Jetzt bin ich selber neben der Spur. Herzlichen Dank für deine Antworten. Gerne. Vielleicht hast du ja auch noch Fragen, die du gerne loswerden willst, nicht hier, sondern dann an Gott oder an das Leben oder an deine Berufsschullehrer. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Und ich finde das auch richtig klasse. Du hast dir ein Lied rausgesucht. Ich habe dich gefragt, was glaubst du, was denn so passen würde? Und das Lied werden wir jetzt dann im Anschluss gleich gemeinsam singen und musizieren. Yes, Dankeschön. Es gibt bedingungslose Liebe, alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost und Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer, Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens.
unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Halten Sie mit mir für, bitte. Himmlischer Vater, hab du Dank, dass du Menschen ansprichst. Danke für Fabienne. Du forderst sie heraus, aber du versprichst ihr auch was. Und ein paar Dinge sind noch offen. Wir bitten dich, dass du ihr hilfst und sie begleitest bei ihrer Wohnungssuche, beim Start in ihre Ausbildung. Und dass du bei ihr bist, wenn sie Menschen kennenlernt und begegnet. Aber Herr Jesus, das bitten wir nicht nur für sie, sondern auch für so viele andere, die gerade ihr Abitur oder ihre Schulausbildung abgeschlossen haben, die jetzt auf der Suche sind nach einem Studienplatz oder Ausbildungsplatz, die Zweifel haben und die sich fragen, schaffe ich das überhaupt? In meinem Alter bin ich zu jung. Du gehst mit ihnen und deine Zusage, dass du bei ihnen bist, alle Tage bis ans Ende dieser Welt, gilt auch für diese Menschen. Aber nicht nur für sie, sondern auch denen, die verfolgt werden, weil sie an dich glauben, die unter Repressionen leiden, die vertrieben werden. Herr, wir bitten dich für sie, dass du ihnen nahe bist und dass du ihnen Trost gibst und dass du ihnen Vollmacht gibst. Wir bitten dich für die Menschen, die einsam sind, die traurig sind, weil sie verlassen worden sind. Wir bitten dich für die Zornigen. Wir bitten dich für die Kranken. Sprich du sie an, vielleicht nicht so direkt und heftig, wie du das bei Jeremia gemacht hast, aber doch so, dass sie eine Perspektive bekommen, die über das hinausreicht, wie es jetzt gerade ist. Und alles andere beten wir mit deinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben wir doch in Verbindung, auch über diesen Gottesdienst hinaus. Geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid. Am Anfang vorhin habe ich gesagt, dass wir uns über Ihren Urlaubsgruß freuen. Das gilt natürlich weiterhin. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns Ihre Sorge, Ihre Fragen, Ihre Not mitteilen. Dann beten wir für Sie und antworten Ihnen auch persönlich, wenn Sie das wünschen. Verbindung geht aber auch, indem wir füreinander einstehen in bestimmten Anliegen, für die wir uns einsetzen, sei es im Planen, im Umsetzen, im Helfen. Auch hierzu haben Sie die Möglichkeit. Unterstützen Sie die Projekte mit Ihren Möglichkeiten und mit Ihren Mitteln. Näheres dazu finden Sie, wenn Sie den eingeblendeten QR-Code einscannen. Und auch am kommenden Sonntag werden wir in Verbindung sein, wieder an diesem Ort. Wir freuen uns auf Sie. Und nun segne uns der lebendige Gott. Seine Macht will uns nicht umhauen, sondern aufbauen. Seine Gegenwart will uns nicht einschüchtern, sondern ermutigen. Seine Berufung will uns nicht einfangen, sondern befreien. Sein Geist will uns das Leben nicht wegnehmen, sondern in die Freiheit führen. Und so segne uns der lebendige, der heilige und der gnädige Gott. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib
und erhalte uns deinen Frieden. Amen. Du rufst mich raus aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Dort finde ich dich im Verborgenen, mein Glaube trägt im tiefen Meer. Die Gnade strömt wie tiefes Wasser und deine Hand zeigt mir den Weg. Wenn Angst mich lähmt und ich versage, lässt du nie los und gibst niemals auf. Und deinen Namen rufe ich an. Ich schaue so weit ich sehen kann. Und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm. Denn ich bin dein und du bist mein. Oh, oh, oh. Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Führ mich tief, als ich selber jemals gehen kann, dass ich fest im Glauben stehe, in der Gegenwart des Retters. Ich schau, soweit ich sehen kann. Und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm. Denn ich bin.